Wie gut kommt der neue kulinarische Exportschlager aus der Türkei denn wirklich an? Ja. Darf ich noch? Ja. Ja. Ja, ich schmeck aber gut. Okay. Also mein Hit wird's nicht. Okay. Gut. Ein bisschen scharf im Nachgang. Nicht zu scharf, was mir gefällt. Ja, ganz lecker. Eins vorweg, der Import-Hit ist vegetarisch. Die klassischen türkischen Köfte sind natürlich aus Fleisch. Dazu später mehr. Wir besuchen einen der größten Franchiser in Deutschland. Ihre Spezialität sind Chick-Köfte. Wir sind überrascht, wie unterschiedlich die Zubereitungsmöglichkeiten sind. Ganz einfach pur im Salat, als Burger oder im Wrap. Im Restaurant treffen wir Franchise-Manager Enes Emsis. Am Anfang war das sehr schwer, Chick-Köfte an den Endkonsumenten zu bringen. Da das Produkt einfach in Deutschland oder in Europa noch nicht so bekannt war. Wir sind da sehr standhaft geblieben und wollten einfach vielen Veganen dort eine Alternative bieten. Also genau 2016 haben wir mit 4 eigenen Filialen angefangen. Die waren alle in Köln. Und mit der Zeit, also mit dem veganen Wachstum und unserer fleißigen Arbeit, haben wir Franchise-Lizenzen vergeben. Und wir sind aktuell ein Franchise-Unternehmen, was europaweit vertreten ist. Und wir haben über 55 Franchise-Filialen. Ich gehe davon aus, dass Chick-Köfte sogar den Döner teilweise überholen kann. Mittlerweile sind die Chick-Köfte in deutschen Supermärkten angekommen. Aber was steckt denn genau drin und warum ist gerade die fleischlose Variante bei uns so erfolgreich? In Istanbul treffen wir einen Chick-Köfte-Meister, Erdoğan Cem. Der gibt uns erstmal eine kleine Geschichtsstunde. Mir wurde erzählt, dass eine Mutter Chi-Köfte vor schon ungefähr ca. 4000 Jahren als Gericht erfunden hat. Sie wollte ihren Kindern Fleisch zubereiten. Dafür hat sie es mit einem Stein, damals gab es ja noch keinen Fleischwolf, klein gehackt. Dann hat sie es mit den zu Hause vorhandenen verschiedenen Gewürzmischungen und Bulgur vermischt und daraus Frikadellen geformt. Ihren Kindern sagte sie, schaut, das sind Frikadellen nur aus Fleisch und hat sie damit hinters Licht geführt. Mit uns macht Erdoğan heute das in Deutschland beliebte vegane Chick-Köfte. Das ist die Basis für all seine Gerichte. Unsere Soße hier besteht aus Granatapfelsirup, türkischem Chilipfeffer, Tomatenmark, verschiedenen Gewürzen und ein paar kleinen Freunden, deren Namen ich nicht verraten werde. Und das hier ist dann unser Rezept. Also hier haben wir unsere Soße, hier ist Bulgur und gehackter Knoblauch. Knoblauchpulver benutze ich sehr ungerne. Manche machen das zwar, da sie meinen, dass man im Anschluss weniger Mundgeruch hat, aber frischer Knoblauch ist essentiell für Chi-Köfte. Dazu kommt dann noch etwas Olivenöl. Chi-Köfte sind eine wahre Kunst. Das türkische Normungsinstitut gibt sogar eine Standardzutatenliste vor. Laut ihr sollen noch rote Paprika, Zwiebeln, etwas Wasser, Zucker, verschiedene Nüsse und Gewürze rein. Wichtig, das Ganze darf der Koch nicht maschinell erhitzen. Nur mit reiner Muskelkraft knetet Erdoğan die Masse und erwärmt sie dadurch. Und das soll man hinterher auch an den typischen Handabdrücken sehen können. Also mit deiner Handfläche drückst du die Masse nach vorne. Okay. Ist so richtig? Genau so. Sehr gut. Aus dir könnte ein richtig guter Chi-Köfte-Koch werden. Das ist wie mit diesen Spielzeugen früher. Richtig wie Knetspielzeug. Zum Abschluss noch einmal gemeinsam. Und fertig ist das Chi-Köfte. Wie schmeckt es? Jetzt probier mal. Das sind so viele verschiedene Geschmäcker. Na, man kann es nicht wirklich beschreiben. Einen etwarmes Gebetchen, denn es schmeckt so, als wäre Fleisch drin. Traditionell mit einem Salatblatt und etwas Zitronensaft. So probiert es unser Tonmann Lolo. Kann ich nur empfehlen. Erdoğan bietet nicht ohne Grund veganes Chi-Köfte an. Auch in der Türkei werden fleischlose Alternativen immer beliebter.
Ich sag's mal so, das ist das Kebab der Veganer. Die verschiedenen Gewürze und das Chili verwöhnen deren Gaumen. Und wenn es ihnen schmeckt und gut geht, geht es mir auch gut. Da ist jemand ziemlich überzeugt von Chiköfte. Ich esse es wirklich jeden Tag. Und ganz besonders dann, wenn ein Kamerateam da ist. Aber abgesehen davon, gerne mal als Vorspeise oder als Nachspeise oder einfach zum Hauptgang dazu. Man kann es nicht nur essen, wenn man Hunger hat, sondern auch, wenn man satt ist. Und es ist ja nichts Ungesundes, ganz im Gegenteil. Wenn ich beispielsweise Lust auf Chips oder Cracker kriege, greife ich lieber zu Chiköfte. Chiköfte scheint echt die ganze Zeit bei dir zu sein. Es wirkt eigentlich fast schon so wie eine Freundin. Ich meine, klar, ich bin die meiste Zeit über hier im Laden. Und ja, ich verbringe schon viel mehr Zeit mit Chiköfte als mit meiner Freundin. Aber es soll jetzt bitte vor der Kamera nicht so wirken, dass ich es mehr liebe als sie. Erdoğan möchte uns noch seine Kreation zeigen, für die er in der Türkei berühmt ist. Chiköfte in Sushi-Form. Darauf hat er sogar ein Patent. Ich hatte noch nie Sushi gegessen. Bis ich das hier entwickelt hatte, noch nie. Erst danach und mittlerweile liebe ich es. Okay, wie jetzt? Er hatte davor noch nie Sushi gegessen und dachte sich dann, ein Sushi-Chiköfte zu kreieren? Nachdem ich dieses Restaurant hier eröffnet hatte, wollte ich wissen, was die Sushi-Köche eigentlich machen. Dafür bin ich auf YouTube gegangen. Der Name California Roll hat mich neugierig gemacht. Ich habe gesehen, dass sie den Reis von außen auf Algen pressen. Dann füllen sie es mit Avocado, Krebsfleisch, Aal, Garnelen und halt solche Sachen. Daraus machen sie dann einfach eine Rolle und schneiden es klein. Und du hast es dir selbst beigebracht? Ich habe es nur einmal auf YouTube angeschaut und dann gleich nachgemacht. Für uns macht er heute verschiedene Rollen, von vegan bis hin zu einer mit vorgekochtem Kalbfleisch, sein einziges Fleischgericht auf der Speisekarte. Die Füllung besteht aus Gemüse. Wir finden, seine Kreationen sind sehr bunt und richtige Hingucker. Jetzt geht es endlich ans Probieren. Natürlich wieder mit dabei unser angehender Chiköfte-Experte Lolo. Doch davor gibt es noch eine weitere Eigenkreation von Erdoğan. Steckrübensaft und Eier. Das klingt gut. Schön, dass ihr da seid. Ist was ganz Erfrischendes. Sehr interessant. Schmeckt sehr gesund. Ne? Da kann einer kaum noch warten. Dann sag doch mal, wie das türkische Sushi schmeckt. Sehr, sehr gut. Bei Sushi hast du normalerweise so eine Sojasauce oder sowas mit dabei. Hier, die sind drin, da brauchst du keine Soße, nichts, weil es einfach so ein bisschen flüssig schon ist. Gell? Unser Kameramann Daniel kriegt natürlich auch was ab. Es gibt aber auch Restaurants, die Chiköfte traditionell aus rohem Fleisch anbieten. Die sind deutlich teurer, vor allem im Moment. Denn Fleisch ist stark betroffen von der hohen Inflation in der Türkei und gilt mittlerweile als Luxusware. Im Februar 2023 betrug die Inflationsrate 55,18% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gründe sind wie bei uns die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Wir sind in einem der luxuriösesten Stadtteile Istanbuls, Nişantaşı, im Nobelrestaurant Develi. Sie verkaufen Chiköfte aus Fleisch. Hier dürfen wir einem weiteren Chiköfte-Meister über die Schulter schauen. Koch Selim Yildiz knetet seit 14 Jahren Tag für Tag Chiköfte. Für unser fettarmes Chiköfte im Restaurant ist Rinderhackfleisch unverzichtbar. Dazu kommt wie zuvor auch Tomatenmark, eine Pfefferpaste, Bulgur, eine Chiköfte-Gewürzmischung, Knoblauch, Zwiebeln und etwas Salz rein. Und auch hier wird nichts erwärmt, sondern nur per Hand geknetet. Einen wichtigen Hinweis hat unser Koch Selim noch für uns. Dieses Chiköfte aus Fleisch müsst ihr innerhalb von 5 Stunden verbrauchen. Und falls ihr es nicht sofort essen könnt, dann könnt ihr es erst mal 2 Stunden im Kühlschrank lagern. Aber dann bitte in maximal 2 Stunden aufessen. Alleine bei uns im Restaurant machen wir bis zu 6 Mal am Tag frisches Chiköfte aus Fleisch. Sonst besteht die Gefahr, dass sich im rohen Fleisch Keime bilden. Zum Abrunden gibt's Petersilie, Lauchzwiebeln und Sonnenblumenöl.
Wie es sich für ein schickes Restaurant gehört, setzen wir uns an einen schön gedeckten Tisch. Und so langsam läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Ganz besonders unserem Tonmann Lolo. Sehr, sehr gut, sehr fein. Also durch und durch Delikatesse, würde ich sagen. Choc du Self. Wir verwöhnen dich hier wirklich. Ja, ja, verwöhnt mich ja wirklich. Es wird hier, also nehmen wir noch ein paar Kilo zu, nachdem wir wieder zurück sind aus der Türkei. Die Kalorien verbrennen wir locker bei den nächsten Dreharbeiten. Und falls Sie wie unser Team Chiköfte selber machen wollen, auf Galileo TV finden Sie das Rezept.